Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, die letzte Staffel, Episode 1. Ja, wir waren stehen geblieben, und zwar wollten wir diese Tür hier öffnen. Es geht nicht, und dafür benutzen wir den Spachtel jetzt also nicht, okay. Okay, dafür benutzen wir den Spachtel auch nicht. Wir tun dir nicht weh. Wir haben den Jungen, er ist in Sicherheit. Wenn du ihn wiedersehen willst, leg das Messer hin. Sofort! Keine Spielchen. Lass los. Ja, komm. Oder ich lass los. Du bist dran. Siehst du? Alles okay. Wenn wir dir hätten wehtun wollen, hätten wir das längst getan. In Anbetracht der Situation lasse ich dir das durchgehen. Aber nur dieses eine Mal. Okay. Benimmst du dich jetzt, damit ich dich zu deinem Jungen bringen kann? Denn wenn du wirklich kämpfen willst, bist du ziemlich in der Unterzahl. Na komm, wir entschuldigen uns. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wo ich war oder wer ihr wart. Ich will nur den Jungen sehen. Du hättest fragen können. Tut mir leid wegen der Tür und den Fesseln und so. Du warst in einem schlechten Zustand, als wir dich fanden. Wir mussten vorsichtig sein, nur für alle Fälle. Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Ich bin Marlin. Das ist Tennessee. Nenn ihn einfach Ten. Er hat sich um dich gekümmert. Er sagt nicht viel. Clementine. Komm, gehen wir zu deinem Jungen. Aber er war ja schließlich der Erste, der da mit einem Messer reist. Oha. Ihr habt also da draußen eine ganze Weile überlebt. Ja, wir sind schon lange unterwegs. Du weißt dann wohl, wie du klarkommst. Man trifft selten jemanden in unserem Alter allein in der Wildnis. Kann mir kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Klar, ich tue, was ich kann. Egal was. Quäl dich deswegen nicht. Wir alle tun, was wir müssen. Gut, dass wir dich rechtzeitig gefunden haben. Es war nicht leicht, euch beide aus dem Wrack zu ziehen. Und da kamen Beißer. Ist das Auto Schrott? Ja. Verdammt! Musste schnell sein. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir den Rauch nicht gesehen hätten. Danke. Ganz allein mit dem Jungen? Keine schöne Vorstellung. Ich habe schon übles Zeug erlebt. Hallo? Was ist mit ihm los? Du bist neu hier. Wir haben sowas wie dich noch nie gesehen. Hä?
wie sie? Wo sind wir hier? Du hast sicher gemerkt, dass das mal eine Schule war. Jetzt ist es, was immer wir wollen. Wer hat hier das Sagen? Tja, ich. Klingt sicher komisch, ein Kind, das auf Kinder aufpasst. Aber wir kommen gut zurecht. Wir haben gute Mauern, eine gute Verteidigung und eine gute Lage. Es verirrt sich kaum noch jemand hierher. Gar keine Erwachsenen? Es war nicht immer so wie jetzt. Leute gehen, sterben, gibt immer weniger von uns. Ich habe etwas aufgebaut, das einigermaßen funktioniert. Dann heiße ich dich hiermit offiziell willkommen. Im Erickson-Internat für Sorgenkinder. Die Beschreibung dürfte auf dich und deinen Jungen ziemlich gut zutreffen. Ist verdammt hart, so lange zu überleben, ohne Sorgen zu haben. Ich war sehr mutig, bevor die Welt den Bach runterging. Hab seitdem eine Menge Ärger gemacht. Wir mussten schnell erwachsen werden. Das gilt erst recht für deinen Jungen. Er hat uns ziemlich terrorisiert. Wie bitte? Sagen wir einfach, dass er ohne dich ziemlich unglücklich war. Extrem. Hey, Marlin! Wir haben Weiß am Zaun! Mist, ich muss mich darum kümmern. Wie ich Willy kenne, sind es zwei Beißer-Omas und ein wütendes Eichhörnchen. Gibt Schlimmeres. Der Junge ist drin, bei Louis, glaube ich. Louis? Ja, stimmt. Geh einfach nur der Musik nach, dann findest du ihn. Komm in die Gänge, Willy! Wo ist deine verdammte Waffe? Hm. Wir sind erstmal nett. Erstmal sind wir nett. Immer der Musik nach. Okay. Oder einfach nur dem Weg, den man gehen kann. Hier ist Schluss. Wo kommt die Musik her? Sagt sie das immer, wenn da steht, schaue Gerümpel an? Ach, du kleiner Mistkerl! Hey! Hey! Bist du auch endlich wach? Der Knirps hat mich gebissen! Er hat Glück, dass ich ihm keins übergebraten habe. Hat fast ein Stück abgebissen. Ach, es tut verdammt weh! Glaube ich dir nicht. AJ würde sowas nie machen. Würde er schon und hat er auch. Und dann kommst du und behauptest, dass du mir nicht glaubst? Geht's noch? Geht's gut. Und weißt du, was du bist? Boss. Kitzlig. Aber, AJ, hör mir zu. Das Mädchen sagt, du hättest sie gebissen. Stimmt das? Antworte mir, AJ. Hast du sie gebissen? Tut mir leid. Sie hat sich angeschlichen. Egal. Hör auf zu beißen. Kein Beißen mehr. Du bist doch nicht tot. Gut. Hab auf deinen Kleinen aufgepasst. Ich heiße AJ. Wie bitte? Ich hab auf AJ aufgepasst. Er ist nicht mein Sohn. Ich bin nicht seine Mutter. Mist. Tut mir leid. So meinte ich das nicht. Sei bitte nicht böse. Ich will nicht wie Ruby enden. AJ mag es nicht, wenn sich Leute anschleichen. Mach das niemals. Geht klar, kleiner Mann. Aber zum Glück konnte ich ihn mit meiner wunderschönen Musik beruhigen. Ich bin Louis. Clementine. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Marlin hat eure Tasche hier gelassen. Keine Sorge, ich mach schon.
pass auf. Weiß er auch, was das ist? Ist dreckig. Mach sie sauber. Später vielleicht. Rein da. Wo sie hingehört. Hältst du das für eine gute Idee? Das Ding ist größer als er. Ist die Waffe geladen? Er schießt besser als du, das garantiere ich dir. Hey! Naja, macht wie ihr denkt. Kennst du noch andere Lieder? Tja, eins noch, aber du bist bewaffnet. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever. Oh, ich liebe das Lied. Grateful, sorry, Clementine. Like she was, like a fairy. And her shoes were number nine. Herring boxes without tops. Sandals were for Clementine. Wie gefällt es dir, AJ? Naja, es ist laut. Stimmt. Laut ist schlecht. Nicht immer. Drück diese Taste. Na komm. Einfach die hier. Trau dich, AJ. Drück ruhig. Jetzt drück die hier. Und die da. Ein Naturtalent. Hey! Hast du Rosie gesehen? Nein. Scheiße. Wir haben da draußen ein kleines Problem. Ich frag nur ungern, du bist ja noch neu hier, aber wir könnten Hilfe gebrauchen. Hast du Lust, ein paar Beißer zu erledigen? Du auch, Louis. Hol deine Ausrüstung. Okay. Süß. Hieß der Flügel gerade Black Raven? Rosie! Wo zum Teufel ist sie? Hast du ihr ihre Waffe gegeben? Gut. Du musst es für uns benutzen. Draußen ist eine Gruppe Jäger, die wieder reinkommen will. Die braucht unsere Hilfe, den Weg freizuräumen. In den letzten paar Tagen sind mehr unterwegs als sonst. Fast als ob etwas ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Wie zum Beispiel, naja, eine Explosion oder ein Autounfall. Zwei. Was? Ich sag's ja nur. Willst du etwas andeuten? Naja, ich spekuliere bloß. Hallo, Clementine. Ich bin Violet. Sehr erfreut. Du hast's gehört. Okay, Jungs und Mädels, sie kommen! Dann los! Seid draußen vorsichtig. Ignorier Violet hier. Wächst einem ans Herz. Wirklich. Ach das? Das ist ein Stuhlbein. Ich nenne es Holzi. Warum muss ich gerade an Negan denken? Also aus der Serie. Nee, ich will helfen. Du musst für mich aufpassen. Ruf heraus, wenn du was siehst, ja? Okay. Wir sehen uns nachher. Und los geht's wieder. Clem, Monster! Brauchst du noch? Guck so, dann kannst du was lernen. Hey, hier drüben, mir nach! So geht man mit einem Beißer um. Dieses Gebiet ist mit lauter Fallen für diese Rindviecher präpariert. Halt nach ihnen Ausschau, sie sind alle markiert. Yeah!
Anscheinend ist bei Ihnen noch alles dran. Los, gehen wir Ihnen entgegen! Sehr viel länger können wir sie nicht abwehren. Allerdings, wo kommen all die Beißer bloß her? Wir reden darüber, wenn wir sicher hinterm Tor sind. Haltet Ausschau nach Nachzüglern. Weißt du, du bist gar nicht so übel, angesichts der Umstände und so. Oh, danke. Geben wir ihnen den Rest. Wir wollen ja nicht, dass sie noch mehr Beißer zur Schule locken. Dreckstück. Ich hasse diese Aufräumarbeiten. Oh mein Gott, wie geil. Braver Hund. Hey, ist doch gut, ist doch gut. Ihr freundet euch langsam an, Rosie und du. Wie geil. Ich hatte mal eine schlechte Erfahrung mit einem Hund. Rosie kann dir helfen, drüber wegzukommen. Oh. Sie ist echt knuddelig. Außer, wenn sie Beißer in Stücke reißt. Der Beißer kam aus dem Nichts. So, der Spaß ist vorbei. Gehen wir rein. Ich bin am Verhungern. Nicht nur du. Wie war's da draußen? Was meinst du, wie es war? Sei lieb, Asim. In der Sicherheitszone ist fast nichts mehr. Es reicht kaum für heute. Wir müssen weiter auskundschaften, wenn wir Essen für den Winter wollen. Wir reden später darüber. Nichts da. Wir sollten sofort darüber reden. Verdammt, ich hab's später gesagt. Ah, du hast es geschafft. Der Auftritt hat eine 2+ verdient, Vi. Du warst schon besser. Leck mich. Dann halt eine 2-. Aber Clem hier, eine solide 1. 1+. Sei nicht eifersüchtig, Vi. Steh drüber. Du warst eine Wucht, Violet. 1A. Ich weiß. Ihr seid beide irre. Ich liebe diesen Hund. Ich würde schätzen, Cane Corso. Definitiv Cane Corso. Aber halt kopiert, ne? Die sind echt gut. Was die Monster angeht. Hey Leute, das Essen ist fast. AJ! Alter! Ja, du darfst dich nicht an ihn ranschleichen. Er hat ein Problem damit. Schmerzhafte Sache. Hör mal, er kann Leute nicht in die, du weißt schon, schlagen und dann mit ihnen zusammen essen wollen. Ich rede mit ihm. Hey. Hey, was guckst du dir da an? Was macht der Vogel da? Das ist eklig. Er soll aufhören. Der Vogel ist eine Krähe. Ich habe gelernt, dass Krähen Aasfresser sind. Kannst du das sagen? Aasfresser. 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 Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie nicht wie wir jagen. Sie fressen nur, was schon tot ist. Aasfresser sind eklig. Allerdings.
wollte ihn nicht hauen. Ich wusste nicht, dass es Marvin war. Marlon. Stimmt. AJ, die werden dir bestimmt verzeihen. Wir sollten mit ihnen reden. Aber sie mögen mich nicht. Ich kann es spüren. Glaub mir. Wenn sie dich nicht mögen, zeigen wir, dass sie sich irren. Ich bleibe lieber hier. Mit dem Vogel. Hör zu, AJ. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Das Auto ist weg. Und auf der anderen Seite dieser Mauern sind Beißer. Willst du wirklich wieder da raus? Nein. Also entschuldigen wir uns bei Marlon. Gleich jetzt? Wir sollten unseren Mut zusammennehmen. Reden wir erst mit den anderen. Okay, hilf AJ, Freunde zu finden. Als erstes sollten wir uns vielleicht bei ihr entschuldigen, weil er sie ja auch gebissen hatte. Ich denke, das ist gut. Da ist das Mädchen, das ich gebissen habe. Ja, willst du mit ihr reden? Um mich zu entschuldigen? Ja. Sie macht mir Angst. Sie ist immer wütend. Du schaffst das. Mach es so. Sag ihr, warum du es getan hast. Wegen meinem Problem? Ja, du musst dich deshalb nicht schämen. Sei einfach ehrlich. Ja? Tut mir leid mit dem Beißen. Das mache ich, wenn ich Angst habe. Ich wollte das nicht, aber ich hatte Angst und es tut mir leid. Ich hoffe, dein Finger ist okay. Ach, Zwerg. Ist schon okay. Wir alle spielen etwas verrückt, wenn wir Angst haben. Danke, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Geschafft! Das hast du. Wie die das jetzt betont hat, dass du dich ehrlich entschuldigt hast. Okay. Ach, da sind die anderen beiden. Hupala. Ja, komm erstmal hier. Nee, wir sollen ja erst zuletzt, glaube ich, mit Marlon reden, oder? Hallo? Hallo? Ach, hallo. Ihr seid's. Clementine, nicht wahr? Ja, du bist Asim. Was schreibst du denn? Was heute geschehen ist. Ich halte alles fest. Wie in einem Tagebuch? Ich betrachte es eher als Historie. Die nicht aus der Vergangenheit lernen und so. Du schienst vorhin echt wütend auf Marlon zu sein. Er reduziert die Sicherheitszone immer weiter. Wir haben immer weniger Orte zum Jagen. Was bedeutet, dass wir auch immer weniger zu essen haben. Das neue Mädchen hat den Jägern bei der Rückkehr geholfen. Sie hat... Hey, halt die Klappe. Das darfst du nicht lesen, Kleiner. Gib es her. Es lag doch hier. Na und? AJ, gib es ihm zurück. Okay. Danke. Dieses Ding ist die einzige Möglichkeit, mal ungestört zu sein. Das muss ich mir erhalten, versteht ihr? Ich muss das bis zum Abendessen beenden. Tja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber... Ciao. Okay, nächste. Ja. Hey, Leute. Clem, AJ, das ist Omar. Pardon. Omar, der Koch. Hallo, und nein, es ist noch nicht fertig. Omar ist Perfektionist. Wenn der Geschmack etwas daneben ist, muffelt er eine Woche lang. Man hat die Wahl, essen oder gut essen. Man braucht nur etwas Geduld. Ich sag euch Bescheid, wenn's soweit ist. Ich glaube, zwischen den beiden läuft was. Hey. Hey, du bist neu. Bin ich. Ich schnitze eine Waffe. Ja, das sehe ich. Das machst du gut. Gefällt dir das, Kleiner? Willst du was Cooles sehen? Ich will es sehen. Cool, was? So poliert man Monstern die Fresse. Monstern die Fresse polieren? Ja. Der Kleine hat Fresse gesagt. Ach. Er hat jetzt bestimmt Fresse wiederholt,
weil wir ihm gestattet haben zu fluchen. Hey Leute. Hör auf, Ten. Hab gehört, dass euer erster Eindruck nicht der beste war. Es war nicht meine Schuld. Ten. Es tut mir leid. Wirklich. Mir tut es auch leid. Was ist das? Unser Friedhof. Ihr habt es noch nicht aufgegeben? Naja, nicht ganz. Wer ist hier begraben? Eigentlich niemand. Hier haben wir die Sachen von Tens Schwestern vergraben. Minnie und Sophie. Zwillinge. Wir haben sie vor etwa einem Jahr verloren. Wir ehren sie. Sollten wir das auch tun? Vielleicht? Ja, das wäre wirklich nett, AJ. Komm. Muss er den Kleinen ein bisschen erziehen, ne? Danke. Ich glaube, AJ ist so 5 oder 6. Clem? Ja? Ich kann jetzt. Mit Marlin reden. Okay. No. Clementine, nicht wahr? Ich bin Brody. Er ist ein süßer, kleiner Kerl. Da draußen gibt es nicht mehr viel, was süß ist. Vorsicht, er beißt. Mach dir keine Sorgen wegen Ruby. Es war wohl Selbstverteidigung. Entschuldigung fürs Hauen. Können wir bitte hier bleiben und Abendessen und nicht draußen in den Wald gehen und von Monstern gefressen werden? Halb so wild, Kleiner. Du kannst es wieder gut machen, wenn du mir deine Schlagtechnik beibringst. Hast ganz schön Wumms. Hey, Clem! AJ! Essen ist fertig! Ihr habt euch doch euer Abendessen verdient. Ich bin totaler Fan von dem Hund. Meine Damen und Herren, das Essen ist serviert. Danke. Wow, ich weiß nicht, wann wir zuletzt was Warmes gegessen haben. Das ist echt lecker. Also wirklich. Hey, mach langsam, AJ, sonst erstickst du noch. Auch wenn alles den Bach runtergeht, kann man doch Manieren haben. Ich sag mal gute Nacht. Gute Nacht. Clem. Oh, tut mir leid, Kleiner. Sie haben sicher so viel gegeben, wie sie konnten. AJ, hey. Ich bin satt, Kleiner. Du kannst es haben. Wirklich? Claro. Ich bin fertig. Was? Ich auch. Und jetzt? Hör zu. Es wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott. Gute Nacht. Violet, es ist soweit. Welches Spiel spielen wir heute, Lou? Krieg. Das älteste Spiel, das es gibt. Es wird von Mensch und Tier gespielt. Das einzige Spiel, was zählt. Seid bereit, ihr Verlierer. Denn ihr werdet jetzt alle verlieren. Wow, Mann. Das gefällt mir.
Ziemlich großspurig. Ziemlich zutreffend. Es ist simpel. Jeder bekommt einen Stapel Karten, jeder dreht eine um, die höchste Karte siegt. Und der Sieger darf Claire meine Frage stellen. Oh je. Was? Ich will euch kennenlernen. Wir alle wollen es. Und wenn ich gewinne? Dann kannst du uns was fragen. Das ist fair. Moment, was ist mit AJ? Er hat wohl einen Freund gefunden. Komm schon, für eine Runde kannst du mal die Augen von ihm abwenden. Eine kleine Pause schadet euch beiden sicher nicht. Oh, ja, vielleicht. Er hatte nie jemanden in seinem Alter. Er musste erwachsen werden, bevor er Kind sein konnte. Gut, dass er sich wieder wie ein Junge benehmen kann. Okay, meine Lieben, aber ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.